Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer weiteren Folge Tipps vom Experten. Heute wieder in der Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern mit Matthias Winz. Herr Winz, bei Käufen oder Verträgen oder Ähnlichem hat man ja immer diesen kleinen Haken mit der Widerrufsbelehrung. Was hat es denn mit dem Widerrufsrecht auf sich? Ja, das Widerrufsrecht gibt es nicht immer, so wie manche Leute denken, sondern nur bei bestimmten Vertragskonstruktionen, nämlich solche, die zum Beispiel aus Internet oder Versandhandel eingeleitet werden. Oder wenn es zum Beispiel zu Hause unterschrieben wird, der Vertrag, oder unterwegs in öffentlichen Verkehrswegen, da hat man diese spezielle Möglichkeit des Widerrufs. Heißt, man kann aus den Verträgen raus, ohne dass man normalerweise dafür große Kosten am Hals hat, und man muss auch nichts beweisen. Man kann einfach sagen, ich habe mir das anders überlegt, ich möchte den Vertrag nicht mehr, und dann ist man raus, während man normalerweise natürlich bei der Stornierung hohe Kosten zu tragen hat, Schadensersatzkosten. Und haben Sie mal ein paar Beispiele für uns, auf was das dann zutrifft? Also gerade in den letzten Wochen haben wir wieder sehr viele Fälle, dass Leuten zu Hause Verträgen von Handwerksfirmen angedreht worden sind, muss man beinahe sagen, und übereilt unterschrieben worden sind. Und das ist die typische Situation des Haustiergeschäfts. Das heißt, da kann man widerrufen und ist dann in der Regel ohne Kosten aus diesen Verträgen raus. Selbst wenn das Handwerksunternehmen schon Vorleistungen angebahnt hat, also schon Waren bestellt hat und auch schon erste Arbeiten erledigt hat, die aber noch nicht beim Verbraucher installiert worden sind, hat der Verbraucher noch dieses Widerrufsrecht und hat auch diese Arbeiten nicht zu bezahlen im Regelfall. Gibt es da einen Zeitrahmen, den ich beachten muss für sowas? Es gilt diese bekannte 14-Tage-Frist, allerdings beginnt die erst zu laufen nach ordnungsgemäßer Belehrung. Und hier ist es so, dass häufig nicht ordnungsgemäß belehrt wird, dass dort keine Widerrufsbelehrung drinsteht in den Vertragsformularen. Und das ist in diesem Falle durchaus positiv für den Verbraucher, weil er trotzdem dieses Widerrufsrecht hat und vor allen Dingen die Frist eben nicht zu laufen begonnen hat. Das heißt also auch, wer vielleicht erst nach 3, 4 Wochen feststellt, hoppla, der Vertrag ist ja gar nicht so toll, wie es anscheinend anfangs schien, hat dann noch die Möglichkeit zu widerrufen und ohne Kosten aus so einem kostspieligen Vertrag herauszukommen. Das waren ja jetzt viele wundervolle Vorteile von dem Ganzen. Gibt es denn auch Nachteile vom Widerrufsrecht? Ja, es gibt besondere Fälle, in denen tatsächlich dem Verbraucher schon Vorteile entstanden sind. Die Rechtsprechung hat sich da ein klein wenig entwickelt und als Beispiel möchte ich mal sagen, Partnervermittlungsinstitute im Internet, die bieten ja im Wesentlichen Kontakte an und diese Kontakte können natürlich auch negativ sein und ein Verbraucher, der vielleicht immer nur negative Antworten bekommt in den ersten Tagen und sich dann entscheidet zu widerrufen, dem wird dann trotzdem angerechnet, dass er ja Leistungen konsumiert hat und diese für diese Leistungen dann auch Wertersatz zu leisten hat. Das heißt, er hat zwar auch sein Widerrufsrecht, aber das Widerrufsrecht nützt ihm nicht viel, weil er hohe Kosten zu tragen hat. Das ist also ein negatives Beispiel, wo zwar ein Widerrufsrecht besteht, es einem aber nicht viel nützt. Deshalb der Tipp, nicht leichtfertig anzuklicken im Internet oder zu unterschreiben in der Hoffnung, naja, ich kann ja notfalls widerrufen, das kann ins Auge gehen. Alles klar. Und was sind so die größten Vorteile des Ganzen nochmal ganz knapp zusammengefasst? Also der große Vorteil des Widerrufsrechts, wodurch es sich auch unterscheidet durch andere Rechte, etwa Stornierung oder Anfechtung, ist, ich muss nichts beweisen und zum anderen, ich habe auch in der Regel keine Kosten zu tragen. Das heißt, einfach und billig und manchmal auch der einzige Weg, überhaupt aus dem Vertrag rauszukommen. Die meisten Leute kennen es schon, wenn sie im Internet oder im Versandhaus was bestellt haben und können ohne Probleme widerrufen innerhalb von 14 Tagen und die Sache ist erledigt. Das war früher ganz anders. Tolle Sache, auch bei Handwerksverträgen, die einem zu Hause untergejubelt worden sind. Wunderbare Sache, unterscheidet sich das Widerrufsrecht dadurch, dass es einfach ist und auch billig. Alles klar, aber man sollte sich trotzdem immer genau überlegen, ob man einen Vertrag eingeht oder einen Kauf tätigt und nicht leichtfertig und sagen, ach Mensch, ich kann ja zur Not widerrufen. Richtig, das Widerrufsrecht gibt es nicht in allen Fällen und in manchen Fällen, denen es zwar gibt, kann es trotzdem teuer werden. Deshalb trotzdem vorher gut überlegen, nur wenn es denn passiert ist, hat man auch eine Chance. Wunderbar, Herr Winz, ich danke Ihnen vielmals für diese Information und dann freuen wir uns auf weitere Themen von der Verbraucherzentrale beim nächsten Mal Tipps vom Experten.